Und herzlich willkommen zurück. Ich hätte mal gucken sollen, ob die Aufnahmen synchron sind oder ob wieder hier eine Stockerpartie ist. Mal gucken. Und zwar, also die Kamera ist auf jeden Fall unsynchron. Die neue Mindclone-Version damit harmoniert oder ob es direkt Abstürze gibt oder ähnliches. Und ja, in dem Zuge habe ich halt auch. Mindestens ist die Aufnahme in Ordnung. Sehr schön. Ich erinnere mich ja noch an diese eine Aufnahme zurück, wo es Probleme gab mit der Flussgeschwindigkeit des Videos. Wurde immer so ganz kurz, Video läuft, Video steht. Video läuft wieder und Video steht. War nicht so schön. Aber gut. So. Eine E-Mail. Wenn du willst, kannst du den Track Bilder wieder entfernen. Brauche das eine Recht nicht mehr. Okay. Delete all. Wie ist das? Revoke. Aber bei andererseits, wenn sie Gleise hat, dann würde ich eher damit quasi die Berechtigung nehmen, die Gleise zu verändern auf ihrem Grundstück. Ich mach's trotzdem. Track Builder. Achso, ja, ich soll natürlich auch den Namen angeben, wem ich das entnehmen möchte. Zu Ehren. Sehr schön. So, ich würde mal sagen, dass wir das, was wir gerade in den Taschen haben, schmeiß ich mal gleich mal hier rein. Abgesehen vom Rhabarber, das müssen wir noch einpflanzen. Oh, die Tomaten auch. Und die Sand auch. So, und dann holen wir uns mal ganz schnell unsere schöne kleine, bin ich gerade schon wieder im Sand reingepackt? Ich war doch gerade im Sandblock, oder? Naja. Alter, so viele Blaubeeren hier, ey. Das glaubst du ja nicht. Du könntest den ganzen Tag nur Blaubeeren sammeln. Ist auch schon wieder alles voll. Habe ich schon mal gesagt, dass wenn man Blaubeeren hat, man eigentlich nichts anderes mehr bräuchte? Also, ich meine, ja, es war eine nette Idee von der Mindtest-Entwicklern, das ins Spiel aufzunehmen. Aber es ist halt irgendwie hart overpowered. Und vor allem, das ist so typisch, bevor man so das erste Mal so einen Strauch hat, ist man nur am Verhungern. Und sobald man dann ein paar von diesen Sträuchern hat und die selber anpflanzen kann, ist man nur noch am Anti-Verhungern. Quasi am Platzen. So, wir brauchen eine Harke. Eine Harke ist komplett aus Holz, das heißt, sie ist auch in der Holzkiste und die ganzen anderen Scheiße nehme ich auch mal raus, was komplett Holz ist. Mehr nicht. So und... Ach, scheiße, falsche Kiste. Ja, das war ja super intelligent. So, die Harke ist da. Dankeschön. Könnte ich eigentlich auch überall Sand reinmachen? Also Erde. Lass mich hier hoch, ey. Ich bin ja Arzt. Ja, das ist ja. Ist schon wieder alles fertig, ich glaub's ja. Oh mein Gott. So, du da rein, du da rein und dann ist schön. So. Du noch da unten. Jetzt haben wir jetzt einen eingesammelt. Danke dafür. So, ein paar Tomaten.
übrigens bin ich in letzter Zeit wieder extrem in der Detektiv-Conan-Stimmung. Ich gucke in letzter Zeit. Ja. Massig Conan. Also Detektiv-Conan hier Folge. Ich bin gerade Folge. Welche Folge bin ich denn gerade? Ja, ungefähr so Folge 520 oder sowas. Also relativ in der Mitte. Es gibt ja mittlerweile fast 1000 Folgen. Ja. Und irgendwie, ne, hab ich gerade so ein bisschen in der Schule, ne, weil Pausen und sowas alles und jetzt nach meinem Praktikum merke ich, wie langweilig es eigentlich ist. Und dementsprechend habe ich mir halt jetzt angewöhnt, also habe ich mein Tablet quasi geschnappt und die Karte jetzt komplett mit Detective Conan Film voll gemacht. Folgen. Und ja. Such dir jetzt die ganze Zeit eine Folge nach der anderen, sobald ich Zeit dafür habe. Wenn ich irgendwo auf den Zug warte, wenn ich gerade Pause habe oder was auch immer. Ich meine, ich bin in Berlin. Da wartet man sehr häufig auf irgendwas. Gerade auf Zügen. Ja. Von daher habe ich jetzt immer schon Beschäftigung, wenn ich unterwegs bin. Vor allem das Schöne halt bei Detektiv Conan ist, weil ich habe halt in letzter Zeit relativ wenig Animes geguckt, weil halt mein Problem war halt immer mit, ja, wenn ich jetzt Animes gucke, okay, muss ich mir halt immer raussuchen, welchen Anime ich jetzt gucke und muss diesen dann auf mein Tablet kopieren und ja, bei Detektiv Conan, da habe ich halt, ist halt ein Anime, das heißt, ich kann die ganzen Filme mit einmal ja, quasi raufkopieren, muss ich mal gucken, welchen Anime ich als nächstes gucke, sondern habe halt einfach viele Folgen, die ich am Stück durchsuchten kann. Was es natürlich für unterwegs viel angenehmer macht. Und das Schöne ist halt, ich gucke halt jetzt, weil im Deutschen sind die Folgen noch gar nicht draußen. Im Deutschen gibt es halt nach wie vor nur Folge. Also bis Folge 330 oder 333 oder irgendwie sowas, irgendwas mit ganz vielen 3 waren es. Und ja, dementsprechend gucke ich jetzt quasi japanisch mit deutschen Untertitel. Mag ich persönlich sowieso viel lieber, weil halt im Japanischen die Atmosphäre im Bezug jetzt auf Geräuschkulisse, vor allen Dingen aber auch die Protagonisten und die Schauspieler ganz, die Charaktere als solche natürlich viel, viel realistischer. Was ist denn hier mit unserem Kakao los? Kaffee ist gar nicht gewachsen, lol. Die ganzen Charaktere, die ganzen Vertonungen so viel, viel ordentlicher sind. Ich meine, wir Deutschen haben ja schon eine relativ gute Synchro-Community. Wenn man die jetzt mal mit anderen Ländern vergleicht, wo die Synchros von Anime ungefähr so klingt. Und er schrie, ah. Also es ist im Deutschen zumindest so mit, er schrie, ah. Aber Japanisch ist halt doch nochmal eine ganz andere Liga. Und dementsprechend hat es halt zum einen den Vorteil, dass es besser klingt. Ja, sorry, ihr deutschen Synchronisierer. Und vor allen Dingen hat es aber den Vorteil, dass es halt Untertitel hat. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich habe halt gerade meine Kopfhörer nicht dabei, dann kann ich quasi stumm gucken, ohne Kopfhörer aufsetzen zu müssen. Oder wie gesagt, wenn ich die gar nicht dabei habe, kann ich sie auch gar nicht aufsetzen. Aber ich kann trotzdem die Animes gucken, da ich ja sowieso lese und nicht höre. Was das Ganze natürlich für unterwegs viel entspannter macht. Ich meine, solche Sachen wie jetzt hier, weiß nicht, Amazon Prime, wo man jetzt irgendwelche Videos auf dem Handy gucken kann, mag ich persönlich jetzt nicht so unbedingt, sondern ich ja, downloade quasi alle Folgen, halt so viele wie auch gerade auf mein Tablet drauf passen und guckst du dann halt immer direkt vom Tablet, also von der SD-Karte aus. Und wenn dann die, also wenn ich ein paar Filme geguckt habe, dann schmeiße ich die entsprechenden Filme wieder von der SD-Karte runter und gucke die nächsten drauf, sodass ich quasi immer ja, so ein paar hundert Folgen Puffer habe. Das heißt, ich habe auf mein Tablet immer mindestens 100 Folgen. Die sollten mir also nicht ausgehen.
So, dann haben wir das, die Beete hier quasi durch. Sehr schön. Dann können wir uns um das um das Tierreich kümmern. Scheiß Kakao, Alter. Kaffee. Ich meine, gut, Kaffee brauchen wir zum Glück nicht so sehr. Sollen wir von daher recht sein, aber das bestätigt zumindest die Vermutung, die ich letztens hatte, dass Kakao, Kaffee, echt langsam wächst. So, denn die Dinger lasse ich. Ach komm, ganz ehrlich. Warum nicht? Wenn wir eh schon mal hier sind. Ein paar Beeren kann man nicht verwehren. So. Ein paar Schwarzbeeren. Schwarzbeeren? Nein. Wer hält denn die Dinger? Brombeer. Okay. So, ich könnte mal eigentlich auch noch ein paar Äpfel mitklauen. Wir wollen ja gleich Schweinchen füttern. Und Schweinchen lieben Äpfel. Was war das eigentlich noch, mit dem wir die füttern konnten? Da waren noch mehrere Sachen drin, oder? Oder waren das nur Äpfel, die sie mögen? Ah ja. Wenn wir genug Äpfel haben, war ja. Es geht ja nur darum, dass wir sie halt so mästen, dass sie sich quasi glücklich futtern und dann vor lauter Freude erstmal das abarbeiten müssen, indem sie es miteinander treiben. Genau so stelle ich mir das vor. Mit einer schönen vollen Wampe erstmal seine Gattin beglücken. So. Vorher bringen wir die ganze Sache natürlich ins Lager hier. Was brauchen wir? Wir brauchen für die Schweine brauchen wir Äpfel. Für die Küken brauchen wir Samen. Und noch da. Das heißt, die Äpfel lassen wir mal hier. Dann nehmen wir uns sogar noch ein paar mit. So. Ach komm. Dann auf jeden Fall hiervon ein bisschen was. Und wir haben voll wenig Weizen, kann das sein? Gerade bei 54 ist ja nicht so viel. Wisst ihr was? Gut. Dann nutze ich jetzt mal ganz hinten das Feld doch, um da noch mal Weizen anzubauen. Und sie sind einfach verhungern. Haben wir hier Weizen? Ach, ich sehe hier vorne aber auch noch mal ein Feld. Oh, nehme ich das. Schönes Doppelfeld. 72 mal Weizen sollte reichen. Dann können wir das mit dem Verfüttern wohl wahrscheinlich doch noch gar nicht machen. Weil ich werde jetzt schon fast alle Samen aufbrauchen und mal gucken, wie viel wir da noch haben. Also wir haben jetzt noch 27 und im Lager hatten wir nochmal 40 oder so. Das heißt, kriegt man 60 Sapling. Ist jetzt nicht so viel, würde ich mal sagen. Weizen, das ist echt. Oh, Alter, nee, wir haben insgesamt gerade mal 40. Oh Gott. Das ist jetzt nicht so viel. Naja, wir kriegen ja bald mehr. Ich hoffe es. Das heißt, bei Weizen müssen wir echt auf der Hut sein. Also, ne, auf der Tube, ihr wisst schon. Vielleicht sollte ich die beide austauschen, dann haben wir es ein bisschen farblicher. Weil das ist ja das, was wir hauptsächlich brauchen, dann ist das ein bisschen gesondert und die liegen quasi mit denen hier in einer extra Schublade. So,
muss ich nur gucken, weil im Hintergrund ist ja meine Maschine gerade aktiv. Das heißt, ich muss jetzt schnell handeln. Ja, sowas passiert nämlich, wenn man nicht schnell genug ist. So. Und da kommt jetzt das rein. So, ihr kommt wieder rein. Sehr schön, jetzt sind die Sachen nämlich richtig rum. Oh, jetzt habe ich natürlich hier wieder alles reingemacht. So, sehr gut. Äpfel haben wir, Getreide haben wir, Samen haben wir. 53, das reicht doch nie im Leben, weil wir müssen sowohl die Kühe als auch die Schafe essen ja dieses Getreide. Das heißt, davon brauchen wir sehr viel Zucker. Haben wir hier noch irgendwie was versteckt? Nee, ne? Nee, gar nichts. Zur Not müssen wir wirklich mal hier, ne, zu unserer Geheimwaffe greifen. Und dann mal unsere Produktion ein bisschen ankurbeln. Wir haben Kakao hier. Ich habe das Kakao aber nicht hinten ins Ding da reingepackt, oder? Das wäre jetzt katastrophal. Wo habe ich mir Kakao hingepackt? Ich sag mal so, selbst wenn es so wäre, wäre es jetzt sowieso zu spät, weil dann wäre es jetzt hinten bereits in den Rohren drin. Oh Gott. Oh Scheiße, die waren dann. Ja. Brauche ich natürlich eine Axt für. Was tun, sprach der Ronny. Also hier sind sie bereits raus mittlerweile. Das heißt, in den Rohren schüttet das wahrscheinlich ganz viel Kakao rum. Super. Super duper. Hat ja schon geklappt. Ja, na gut, okay. Lassen wir das mal. Dann ist es halt so. Dann müssten wir da mal irgendwann mal eine Kiste freimachen, damit da eine ganze Kakao rein kann. Sonst schwirrt das jetzt Ewigkeiten in dem Ding darum. Schon wieder über Äpfel. Alter, wie schnell wachsen denn die Äpfel? Ist ja. Schlimm. So, und ich würde mal sagen, ganz ehrlich, ich mache dann einfach mal direkt nächste Folge eine Aufnahme mit. Alter, wir. Ja, aber hier Rennen verboten. Ich mache mal nächste Folge direkt eine Aufnahme mit Note. Dingsterbumster. Einfach weil ich gerade Bock drauf habe. So. Du mitkommen und wirst dein Freund. Nee. Du bist Mister. Wo ist deine Freundin? Mrs. Pig? Ach da. Hallo, Mrs. Pig. Schauen Sie mal. Wunderschöne Äpfel, die gehören alle euch, wenn ihr fickt wie die Kanickel. Na los, ihr kriegt die Äpfel und ich krieg ein paar Kinder von euch. Aha. Jawohl, und jetzt ficken. Na los, ich will ein Schweinchen sehen. Ich will Schweinereien sehen. Ja, oi, guckt euch das Schweinchen an. Ist das nicht ultra süß? Hui! Ey, hau mich nicht. Oh. So herzallerliebst. Lass das Küken in Ruhe. Lass das Küken in Ruhe. Braves Mädchen. Braves. Bist du Mädchen oder Junge? Ich guck mal ganz kurz nach. Oh, geile Titten. Was? Was ist geschehen? Was ist passiert? So, du mitkommen. Wo ist denn dein geiler Bock? Dein Freund, dein Mr. Nee, Mr. Sheep? Hallo, Mr. Chicken. Komm mit, Kleiner.
Wir suchen gerade mal deinen Lover. Da hinten, ganz hinten, klar. Einfach mal am anderen Ende des Horizonts. Immer, wo gehst du denn jetzt hin? Bleibst du mal hier oder was? Du, mitkommen, 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 mitkommen. Ich kann nochmal den Strom mal auspacken, damit die Kühe auch mal reagieren. Ach nee, die Kuh ist schon zu weit weg. Der reagiert nicht mehr. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Wo ist Chicken? Ah, der andere kommt. Ah nee. Also andere rennt noch freudig gegen den Zaun. Teil da hinten. Kommst du? Kommst du? Alter, ihr braucht so lange, bis ihr Essen habt, bin ich verhungert. Mach mal hin hier. Trab an, Mädel. Weiter, 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 weiter. Mr. Chicken, wo rennen die hin? Wo rennen die? Halt, stopp. Hier geblieben. Ja, mitkommen. Du auch, mitkommen. Weiter mitkommen, 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 mitkommen. Ja. Na? Ja. Perfekt. Schauen wir. War das gerade ein geiler Schrei oder was? Das klappt nicht. Ach, das ist. Oh, die gibt's auch in Gelb? Oh, wie süß. Naja. Okay, lassen wir das. So, die Frage ist, ob die Kleinen jetzt auch hier bleiben oder ob die tatsächlich wieder tief spawnen, ob wir die irgendwann abschlachten müssen oder ob die wirklich im Gehege bleiben. Weil es wäre natürlich geil, wenn es ne, immer und immer mehr Tiere wären. Ich meine, ich hoffe, es kommen keine Spieler hin, die dann die Tiere umbringen, weil ne, die Kleinen, die sind natürlich ungeschützt. So. Liebe Kuh, schauen Sie zu. Ich mach Mu. So, mitkommen. Na, geht das mal ein bisschen schneller hier. Halt die Fresse. So, die Schäfchen sind schon mal da. Ja, beide herkommen, genau, genau, ja, 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 ja. Und sie dürfen die Frau jetzt küssen. Oder schwängern. Macht einfach, was ihr wollt. Hauptsache kommt ein Baby raus. Und, bam. Ui, wie süß. Na gut, das sieht ultra langweilig aus. Lassen wir das mal. So, jetzt hinten noch die dicke Kuh. Hab ich dich dick genannt? Hab ich dich dick genannt? Ja, komm jetzt mit, Trab an, Mädel. Zeig mir deine Euter. Apropos, wir haben den Mülleimer vergessen. Ich wollte mal Mülleimer mitbringen und gucken, ob man von den Kleinen auch direkt Milch, ne? Ob man da quasi direkt an die ran kann. Ich sollte aufhören, so viel Scheiße zu erzählen. Ich rede mich ja noch um Kopf und Kragen. Aber ich kann gar nicht mehr auseinanderhalten. Wer ist jetzt wer? Okay. Die eine liebt mich schon, die andere liebt mich jetzt auch. Okay, jetzt sehen sie sich beide und guckt was raus. Hallo? Ah, perfekt. Sehr schön. Ihr seid scheiße. Ich gehe wieder. Tschüss. Ja. Was willst du denn hier am Gatter, du? Ha, hast gedacht, du kommst raus, ne? Tja. Da hast du dich geschnitten. Und zwar am Brotmesser. So. Wir wollen jetzt noch mal da hinten hoch. Schaffen wir zwar noch in der Folge. Easy. Habe ich meine Säge dabei? Ich habe die Säge natürlich nicht dabei. Warum denn nicht? Die gibt's doch gar nicht. Erde an Säge. Wo sind sie? Da sind sie. Obsidian habe ich dabei. Ich muss es aber noch einschmelzen. Ah, fuck. Stimmt. Das war ja der Grund, dass wir deswegen wieder um den Ofen brauchten. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viel. Ich mache am besten einfach mal hier so einen 90er Stack und noch einen 90er Stack und den einen Stack, den werde ich einfach mal direkt einschmelzen. Vielleicht sogar Hälfte Hälfte, damit es ein bisschen schneller geht. So, und den anderen 90er Stack packe ich mal hier oben rein, was komplett sinnfrei war. Warum mache ich den dann überhaupt als 90er Stack, wenn ich den dann eh wegpacken möchte? Das macht absolut keinen Sinn. Nee, komm. Das war das Sinnfreiste, was ich hier gemacht habe. So, wie sieht es denn hier aus?
Was halt doch ein geiles Feature wäre, wäre, dass wenn man hier sowas in der Hand hat, man quasi damit einfach auf den Ofen so rechtsklicken kann und dann quasi das in den Ofen reingepackt wird automatisch. Ich meine, dann müsste man zwar, um den Ofen selber aufzurufen, immer eine leere Hand haben, aber es wäre halt vom Komfort her schon geil. Dass wenn man sagt, okay, ne, ich habe jetzt irgendwas in der Hand, dann packe ich das automatisch mit Rechtsklick rein, dann wird der Ofen automatisch aktiviert und irgendwann klicke ich einfach mit Linksklick rauf und nehme das dann damit halt raus. Das wäre halt geil. Naja, Ideen, die man so hat im Leben, ne? Wir verhungern. Schnell! I need more food. Scheiß die Wand an. So, Öfen müssen fertig sein. Jawohl. Dankeschön. 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 So, Säge haben wir dabei. Axt haben wir dabei auch. Nein, haben wir nicht. Brauchen wir ja. Für dieses das Obsidianglas kann man ja mit der Hand nicht abbauen. Das heißt, wir sind wohl oder übel daran gezwungen, es mit der Axt abzubauen. Ich weiß nicht, ob man das auch mit anderen Sachen abbauen kann, aber Axt ist halt naheliegend und funktioniert auch. Von daher benutzen wir halt einfach mal die Axt. So, du kannst rein, du kannst rein. Dann gehen wir mal hoch. Und der Sprint ist alle. Scheiße. Obsidianglas, das ist aber cool. Ich hätte mir noch einen Schraubendreher mitnehmen sollen. Fuck. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir die Dinge überhaupt richtig ausgerichtet bekommen. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd jetzt. Hoffentlich passt das. So, also in dem Raum ist natürlich alles in Ordnung. Hier ist ja nur glattes Glas, aber halt in dem Raum hier hätte ich hier halt gerne so eine richtige Schräge drin. Vielleicht sollten wir dann das Glas hier nochmal wegnehmen und da nochmal Cleanstone hinmachen. Jetzt habe ich natürlich keinen dabei. Ja, auf jeden Fall erstmal die Säge, die kommt erstmal dahin. Und jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mach ich hier so ein glatt schrägeres Glas hin. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, nee, nur 3 mal 3, also 9 mal die normale Schräge. Das heißt, die hier genau. So. Jetzt brauchen wir 6 mal, nee, auch 9 mal diese Schräge, die hier. Und dann 6 mal die Schräge. Perfekt. Boah. Okidoki, jetzt ist die Frage, ob wir das ausgerichtet bekommen. Ja, sieht schon mal gut aus. Ja, klar, das natürlich nicht. Hm. Alter, wie schnell ist das denn? Boah. Okay. Hä? Muss ich? Okay, ich muss also... Ich trau mich hier gar nicht mehr abzubauen. Highspeed. International. Weil das mit dem Glas dahinter halt ultra scheiße aussieht. Warte mal kurz. Sieht das besser aus, wenn ich jetzt hier...
direkt nur die Dinger ranmache. Das Problem ist, dass die Kritik ja so nicht rotiert. Ne, das wird nichts. Oh, Kacke. Kann ich jetzt so abmachen? Ah ne, der schwarze Strich bleibt da immer noch zu sehen. Okay, das heißt, das bringt gar nichts. Na gut, dann können wir die auch wieder hinsetzen. Das bringt denn so nichts. Schade. Ja, naja gut, was soll's, müssen wir durch. Ist doch jetzt gar nicht mal so schlimm, weil dadurch, dass das Gestein unten sowieso diese Zickzack-Form hat, bietet es sich auch an. Hier fehlt auch noch Glas. Genau. Bietet es sich an. So, hier kommt jetzt das hin. Das geht. Ah, genau, falsch. Alter, diese Scheißköcke. Warum muss das so schnell sein? So, kann ich so ranpacken? Das geht natürlich auch nicht. Och, Leute. So, gehst du wenigstens, wenn ich jetzt dich ranpacke? Das geht schon mal nicht. Hm. Oh. Scheißding. Ne. Der richtet sich immer in die andere Richtung aus. Das ist doch Bullshit hier. Ah gut, dann müssen wir dann noch mal gucken, wie wir das machen. Das gefällt mir so dann tatsächlich doch nicht. Ja. Na gut, machen wir aber dann mal ein anderes Mal. Ja. Erstmal gucken, wie wir das im Dünsten machen. Jutchen, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V bis zur nächsten Folge.